Leute, ich freue mich riesig und bin überglücklich, dass ich euch heute mein erstes eigenes Produkt, die Handcraft-Box, vorstellen kann. Was die Handcraft-Box ist, schauen wir uns im Laufe des Videos an. Jetzt erstmal der Hinweis für euch: Mein Online-Shop hat heute eröffnet und zum Start habe ich für euch einen riesen Rabatt eingepflegt. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also bleibt dran und wir gucken uns zusammen die Box an. Ich selber habe vor 5 Jahren hier in der Werkstatt angefangen, meine Projekte umzusetzen und hatte damals kaum Werkzeug, kaum Materialien und habe gemerkt, wie lästig das ist, wenn man irgendwas umsetzen möchte, aber nicht das nötige Material, Werkzeug dafür hat. Durch die Projekte, die ich auf meinen Kanälen geteilt habe, habe ich viel Feedback von euch erhalten. Und da ist mir bewusst geworden, dass die Hürde, um mit kreativen Projekten anzufangen, sehr groß ist. Viele haben nicht die richtige Umgebung, nicht das nötige Werkzeug oder wollen einfach nur mal reinschnuppern und sich nicht direkt große Sachen zulegen. Deswegen habe ich mich auf die Suche nach einer Lösung gemacht, bin aber nicht fündig geworden. Irgendwann kam mir dann die Idee und so ist die Handcraft-Box geboren. So, ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Wir gucken mal gemeinsam in die Box rein. Wie man sieht, sind in der Box ein paar Materialien, ein paar Werkzeuge drin, Holz, ein bisschen Kabel, eine Lampe. Und wie sich die meisten von euch jetzt schon denken können, kann man sowas damit bauen. Eine kreative Holzlampe. Das Schöne ist, in der Box sind alle Werkzeuge und Materialien dafür drin, außer ein Akkuschrauber. Aber nicht nur das bietet die Box. Wir haben eine ausführliche Videoanleitung gemacht, die euch sicher durch das Projekt führt. Und dabei ist egal, ob ihr handwerkliche Erfahrung habt oder ein kompletter Neuling seid. Und was noch cool ist an der Box, ihr könnt halt wirklich eure Holzlampe bauen. Die Bauanleitung schränkt euch nicht ein, was das Design angeht. Ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Somit habt ihr auch später eine Holzlampe, die ihr gerne bei euch stehen habt und worauf ihr stolz seid. Ich würde sagen, schauen wir mal kurz rein, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ihr habt in der Box ein Textilkabel, ein Leuchtmittel, verschiedene Farben. Hier ist der Zettel, wo es dann zu der Videoanleitung geht, mittels QR-Code. Und was ich vor allen Dingen mal zeigen wollte, die Hölzer. Multiplex ist da drin, eine Grundplatte wie diese hier und noch 4 Leisten, so dass man halt unterschiedliche Formen damit darstellen kann. Und wie gesagt, alles an Werkzeug, was ihr braucht, über eine Säge, einen Schleifklotz. Hier haben wir noch eine kleine Tasche, wo noch Werkzeug drin ist. Ein Zollstock, Schraubendreher. Bis zu jeder einzelnen Schraube, die ihr verbaut. Moment, zeige ich euch auch mal eben. Die sind hier. Das sind die Schrauben, womit ihr nachher die Hölzer miteinander befestigt und das Kabel festmacht. Also wirklich die Möglichkeit, dass ihr, wenn die Box ankommt, direkt von zu Hause loslegen könnt. Ihr braucht keine Werkstatt. Ihr könnt sofort mit dem Projekt starten. So, und für alle, die jetzt direkt loslegen wollen, hier gibt es den Rabattcode. Unten in der Videobeschreibung geht es zum Online-Shop. Und da bin ich echt gespannt, was ihr zur Handcraft-Box sagt, welche Holzlampen ihr damit umsetzt. Ich freue mich schon, echt die Ergebnisse zu sehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also bis bald.